Hallo liebe Leute und willkommen auf meinem Kanal zu einer weiteren neuen Videoreihe. Und zwar habe ich mir den City Bus Manager rausgesucht. Ja, der ist jetzt seit ein paar Tagen bei Steam, habe ich zum Beispiel erhältlich in der Early Access Version. Mittlerweile schon das dritte Update, also das Entwicklerteam ist da hinterher und geht dort auch auf Fehler ein und verbessert einige Sachen. Ich habe mir gedacht, wir schauen dort einfach mal rein. Wie immer gilt, wenn das Spiel geil ist, sage ich mal, dann spielen wir es weiter. Und wenn das Spiel uns nicht gefällt, dann werden wir das ignorieren. Deswegen würde ich sagen, gar nicht lange schnacken. Wir gehen auf neues Spiel. Was haben wir denn hier? Firmenname. Boah. Machen wir mal Bass und Co. KG. Und Co. KG. Machen wir es so, wa? Wir sind in Deutschland. Jemand für eine. Wir nehmen mal Cottbus. Weil Cottbus bei mir in der Nähe ist. Zufällige eingesammelt mehr, ja genau. Startkapital 200.000. Wir nehmen normale Schwierigkeit. Hintergrund. Dorf oder Großstadt? Das ist schon eine Großstadt. Und Spiel starten. Tipp, schick auch deine Mechaniker zur Fortbildung, damit sie Reparaturen zuverlässiger machen können. Okay. Ladegebäude, Ladebushaltestelle. Ich bin mal gespannt. Cottbus, okay. Wähle den Standort für deinen Betriebshof auf der Karte. Der Betriebshof muss an einer Straße angebunden sein. Ist das wirklich... Das ist ja mal geil. Das haut ja richtig hin. Muss ich mal ganz kurz gucken. Ich bin noch nicht so in Cottbus der Experte. Aber jetzt muss ich doch mal schauen. Wo machen wir das am dümmsten hin? Das ist ja cool. Der Bahnhof hier wahrscheinlich. Okay. Wo macht man das Depot hin? Das ist der Stadtring. Okay. Finde ich schon mal cool. Möchtest du das Depot hier platzieren? Ja, wir platzieren es. Ist ja egal. Wir platzieren es einfach mal dort. So, okay. Bewege die Kamera mit WASD, okay. Oder mit der rechten Maustaste. Ist besser. Rotiere mit Q und E. Haben wir. Okay. Das Service Center einrichten. Der bestehende Raum auf dem Gelände ist ein Service Center. Okay. Ach, der ja, okay. Starte dein noch leeres Service Center mit mindestens einem Service-Schalter aus. Platziere Sitzmöglichkeiten und Dekorationen, wenn du die Zufriedenheit der Kunden erhöhen willst. Service-Schalter kannst du bei Bedarf durch Anklicken öffnen und schließen. Stelle mindestens zwei Sitzmöglichkeiten, Sessel und Stühle zur Verfügung. Du kannst Objekte mit R drehen, bevor du sie platzierst. Hm, dann machen wir das mal. Also, was haben wir hier? Ein Postfach. Willkommen in Cottbus. Wir freuen uns sehr, dass du dich ab sofort mit unserem Nahverkehr kümmern wirst. Um dich dabei zu unterstützen, erhältst du von uns Subventionen in Höhe von 266% auf alle Einnahmen. Entschuldigt bitte, Leute. Außerdem bekommst du Rabatte auf alle Busse, Ersatzteile, Gebäude und Einrichtungen auf eine gute Zusammenarbeit. Ja, das klingt doch schon mal sehr, sehr positiv. Ja, also wir sollen bauen. Hier haben wir Personal, hier haben wir einen Fuhrpark, hier haben wir den Marktplatz, hier haben wir Linien, Ersatzteile, Forschung. Okay. Platziere mindestens einen Service-Schalter. Außenbereich, Halle.
Service Center. Tür, Aquarium, Couch, durch Pflanze, Mülleimer. Ich möchte aber einen Service-Schalter. Wo findet man den denn? Außenbereich ist Quatsch. Straße ist noch mehr Quatsch. Sessel, Stehlampe. Ja, Küche ist auch Quatsch. Getränkeautomat. Mach ja was falsch, Leute. Bin ja beim Bauen wahrscheinlich nicht richtig. Ne, hier kriege ich Busse her. Okay. Wie mache ich das jetzt? Wer hilft mir dabei? Keiner. Finanzen. Okay, da haben wir einen Finanzüberblick. Hier haben wir Tickets und Kredite. Okay, Spinte. Service-Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter benötigt einen Spind. Platziere einen Spind, um weitere Mitarbeiter einstellen zu können. Baue ein zusätzliches, vergrößere ein vorhandenes Büro, um weitere Mitarbeiter einstellen zu können. Aktuelle Bürofläche 0. Benötigte Bürofläche 4. Okay. Das heißt, wir bauen für die Kollegen, hätte ich jetzt gedacht, bauen wir hier eine Tür und dann machen wir einfach hier mal so eine Umkleidekabine. Dann machen wir das. Okay, wir bauen. Ba-ba-ba. Wo haben wir denn eine Wand? Gibt es hier überhaupt Wände? Bin hier gerade echt überfordert. Wie baue ich denn hier? Hier oben, wa? Oder auch nicht. Kann ich das nicht erweitern? Hier ist außerdem der Service-Schalter. Ich habe ihn gefunden, Leute. Ach, man muss nur mal richtig schauen. Genau, den wollen wir jetzt bauen. Und zwar, sagen wir mal, die Leute kommen rein und wir empfangen die hier auf der Seite, ne? Gleich so, machen wir das gleich. Ein Service-Schalter. Der sollte reichen. Dann haben wir gesagt, wollen wir gerne Sitzmöglichkeiten haben. Zwei Sitzmöglichkeiten. Was nehmen wir denn da? Einen Stuhl, schwarzen Sessel, braunen Sessel oder grau. Ich sag mal so. Wir machen es gleich bequem für die Leute von Anfang an. Da mal ein Sessel und noch ein Sessel. Baue einen Flur, Mindestgröße 5x3. Der Flur muss über mindestens eine Tür zugänglich sein. Okay, dann lasst uns das mal machen. In die Richtung. Mindestens 5x3 soll das sein. Das wäre jetzt ein Flur. Ah, jetzt. Ja, okay. Da kommt jetzt eine Tür. Eine getönte Tür.
Wird hier eine getönte Tür reinmachen, weil den Gästen geht das nicht an. Was hier so. Oder? Ändern wir das? Kriegen wir das geändert? Lasst uns mal eine normale Glastür hier reinmachen. Und die getönte Tür machen wir in die Richtung, weil ich hätte jetzt gedacht, jetzt bauen wir hier einen Umkleideraum. Das ist dann eine Halle, die man bauen muss. Oder ein Büro, ein Badezimmer, ein Lagerraum. Wartet mal, was haben wir denn hier? Ein Büro. Nee. Das ist ein Flur. Okay, der Flur. Dann machen wir hier sozusagen nochmal ein Räumchen. Nein, so war das nicht gedacht. Mist. Wir probieren es. Ich hole es einfach hier nochmal eine Tür rein. Und jetzt kommt hier eine getönte Tür rein. So. Ach, da wieder so groß. Das ist ja schade. Ja, ja, Spiel wurde gespeichert. Sehr gut. Da bin ich schon mal vor einer kleinen Herausforderung jetzt gerade. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich meine, gut, man könnte das jetzt lassen. Wir werden ja irgendwann mal noch mehr Mitarbeiter haben, natürlich. Wir lassen es einfach mal. Wir bauen jetzt hier mal einen Spind. Hier rum ist denn der richtig? So rum ist der richtig. Also ein Spind. Noch ein, noch ein, noch ein, noch ein. So hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, ich weiß, wir haben jetzt die Fenster zugebaut. Aber wie kriege ich die Fenster hier weg? Weiß es nicht. Aha. Guckt mal, Leute, jetzt. Langsam macht's Klick bei mir. Genau, wir haben hier die Tür als Flur. Und jetzt kommt hier nämlich eine getönte Tür rein. Da können die Mitarbeiter sich umziehen. Sollte also passen. Bekomme ich jetzt hier die... die Wände weg? Ja, die Wände, sage ich schon, die Fenster weg. Wahrscheinlich nicht. Okay. Dann machen wir eins. Dann verschieben wir diesen Spind. So sollte es passen, ne? Baue einen Raum des Typs Büro. Genau, dann können wir hier schon mal ein Büro bauen. Das macht mal 6x4 Meter. Oder 6x4 Einheiten. Und so sind es 4, würde ich jetzt mal sagen. Das Ganze machen wir zugänglich mit einer normalen Glastür. Platziere mindestens einen Stehschreibtisch im Büro. Okay, ein Stehschreibtisch.
Wie rum ist denn jetzt hier der Arbeit? So wird gearbeitet, nicht? Dann machen wir das. Wo kommen wir nicht ran? Dann stellen wir den Schreibtisch hier in die Ecke. So hätte ich jetzt gedacht, genau. Und eine Sitzmöglichkeit zur Verfügung. Sessel oder Stuhl. Was machen wir da? Ein Stuhl? Sessel ist natürlich immer schön, ne? Aber ist dann... Ach so. So, wartet mal. Ach so, das ist gar nicht zum Arbeiten an dem Schreibtisch. Ja, dann machen wir hier einen schön großen schwarzen Sessel in die Ecke. Haben wir. Jetzt sollen wir eine Küche bauen. Baue einen Raum des Typs Küche. Mindestens 4x4. Mach mal. Küche würde ich praktisch... Wo würde man die hinmachen? Bauen wir die hier dahinter. Die bauen wir hier dahinter. Die Küche muss mindestens 4x4. Viermal. Wie gesagt, das kann man alles nochmal vergrößern. Und da kommt jetzt eine Glastür. Ich finde die Glastüren eigentlich recht schick. Bauen wir hier noch einen Flur. Haben wir. Sollte also passen. Platziere mindestens einen Kühlschrank. Ja, selbstverständlich Kühlschrank. Der Joghurt muss ja natürlich auch kühl stehen. Jetzt haben wir hier mal einen Kühlschrank. Den stellen wir in die Ecke. Haben wir. Und stelle mindestens ein Getränkeautomat zur Verfügung. Selbstverständlich machen wir das. Getränkeautomat. Den haben wir da. Den würde ich eigentlich dann schon direkt daneben stellen. Jetzt ein Badezimmer bauen. Okay. Badezimmer, also sozusagen ein Sanitärbereich wird das sein. Den Sanitärbereich, den bauen wir hier drüben nebenan. Ich muss gucken, dass man hier die Fenster wegbekommt. Yeah. Würde mich sagen, weil es geht ja auch oder hier so. Die Kollegen wollen ja bestimmt nach der Arbeit duschen. Wir machen es mal so. Machen hier genauso eine Tür rein. Sollte passen. Und platziere mindestens eine Toilette. Eine bloß. Ja, wir machen es erstmal so. Wir wollen ja lernen heute aus der Folge. Wie gesagt, wenn es Optimierungsarbeiten gibt. Selbstverständlich. Baue einen Raum. Okay, das haben wir erledigt. Deine ersten Busse, bau mindestens ein weiteres Stück Straße. Okay. Bau mindestens ein weiteres Stück Straße. Platziere zwei Stellplätze auf deinem Gelände. Das ist die Straße gemeint, okay. Und kaufe zwei Busse. Busstellplatz groß, klein, mittel. Eine Hebebühne, eine Lackiererei. Die Waschanlage. Platziere zwei Stellplätze. Wir nehmen gleich große Stellplätze. Da würde ich sagen, könnte man
Hier kriege ich es nicht hin. Schade. Ach, das geht nicht hin wegen der Straße wahrscheinlich, wa? Okay, dann müssen wir es anders machen. Dann erstmal Straße. Jetzt einen großen Stellplatz. Nee, geht auch nicht. Ich hätte hier hinten gern so die Stellplätze, wisst ihr? Aber hier kommt man nicht ran. Okay. Reicht immer noch nicht ganz. Dann müssen wir noch eine Straße bauen. Jetzt. Ein. Und kann das mal jemand erklären, warum das hier nicht geht? Okay. Haben wir. Und jetzt kaufe zwei Busse. Jetzt lasst uns mal schauen. Ich habe keine Busse. Okay, auf dem Marktplatz. Ersatzteile, Forschung. Im Fuhrpark, den Marktplatz. Neue Busse. 30 Fahrgäste. 12 Sitze. Wie geht denn das? Sitzen die übereinander oder was? Oder Gebrauchte? Ich weiß nicht, ob das sein muss, Gebrauchte. Nee, lasst uns mal neue kaufen. Dann nehmen wir gleich zweimal die großen. 38 Fahrgäste. Motor, Klimaanlage, Blinkerlicht, Router und Scheibenwischer. Der Bus, wo ich raus, steht dem Unternehmen in Kürze zur Verfügung. Okay, was nehmen wir denn für eine Farbe? Das ist ja geil. Und die Dachfarbe hätte ich ja gerne Gold. Wo machen wir das? Was ist das jetzt hier? Nee, so passt das. Da kommt unser Bus gefahren. Ja. Jetzt kaufen wir denselben nochmal. Wartet mal, lasst uns mal schauen. Tankfüllung, technischer Zustand, Sauberkeit und Sauberkeit außen. Geil. Immer nur mal ganz kurz. Nee, kann man nicht ändern. Okay. Opaik. Kauf mal den nochmal. Dachfarbe. Ah, das habe ich geahnt. Machen jetzt die Dachfarbe. Nochmal. So goldig und hier machen wir nochmal grün. Schauen wir mal, ob es das bringt. So
Muss man der zweite Bus kommen. Genau. Hammer. Ja, platziere 6 Spinde im Flur oder in einer Halle. Braucht man sozusagen noch einen Spind? Stelle 2 Busfahrer ein. Natürlich. Wir suchen Busfahrer. Da werden wir gleich mal gucken. Natürlich kosten die mehr Geld. Das ist auch klar. Aber wir müssen natürlich ein bisschen auf die Werte gucken. Jetzt machen wir es von Anfang an. Ah ja, der sieht zum Beispiel gut aus. Den würde ich einstellen. Was haben wir hier? Den für 12 Euro die Stunde. Als Azubi. Ja gut, okay. Das lernt er doch alles. Stelle einen Mechaniker ein. Da machen wir genau dasselbe. Wir haben einen Mechaniker. Rein von den Werten her. Der oder der. Einstellen. Guckt mal, da sind sie schon. Was ist das jetzt? Das sind jetzt hier die Kraftfahrer wahrscheinlich. Dann wird jetzt der Mechaniker angelaufen kommen. Oder Mechanikerin. Ich habe gar nicht geschaut, ob es eine Frau ist. Genau, das ist die Mechanikerin. Man sieht's, ne? Okay, stelle einen Forscher ein, natürlich. Wir brauchen jetzt noch einen Forscher. Genau da. Ach doch, so. Forscher, machen wir dasselbe. Was haben wir hier? Eigentlich fast den. Alles Azubis, ja, ist egal. Einstellen. Stelle eine Reinigungskraft ein. Auch ganz wichtig. Reinigungskräfte. Hier für 12,40 Euro die Stunde. Das sieht gut aus. Und stelle einen Service-Mitarbeiter. Okay. Das ist der Kollege, der dann wahrscheinlich vorne sitzt. Zuverlässigkeit, ja, hier Freundlichkeit, das glaube ich ist besser. Jeder Mitarbeiter benötigt einen Spind. Platziere einen Spind, um weitere Mitarbeiter einstellen zu können. Baue ein zusätzliches oder vergrößere ein vorhandenes Büro, um weitere Mitarbeiter einstellen zu können. Aktuelle Bürofläche 24, benötigte Bürofläche 28. Okay. Baue eine Tankstelle. Eine Tankstelle muss mit der Straße verbunden sein. Okay. Bauen. Waschanlage. Aktiere Tankstelle. Aha, okay, okay, okay. Muss ich auch noch bei mir auf Grundstück bauen? Ich mein Grundstück auch erweitern? Wahrscheinlich, ne? Ich möchte aber gerne der Länge nachbauen. Wieso geht denn das immer nicht? Dann bauen wir die da oben hin. Platziere eine Waschanlage. Nehmen auch gleich eine große, natürlich.
Platziere eine Hebebühne. Standard. Eine Hebebühne muss mit der Straße verbunden sein. Mit der Werkstatt kannst du bei Bedarf Reparaturen und Wartungen an den Bussen durchführen lassen. Beachte, dass du dafür immer die passenden Ersatzteile auf Lager haben musst. Mhm. Hebebühne. Sehe ich nicht, warum kann ich das hier oben nicht bauen? Und hier drüben? Ach, ich sollte die Standard bauen, ne? Wo ist die Standard? Hebebühne, die hier. So, machen wir es. Jawohl. Dann können wir nämlich das hier. Wegmachen wieder. Okay. Baue einen Lagerraum. Mindestgröße 4x4. Der Lagerraum, der ist hier für die Werkstatt. Okay, das bin ich mir fast sicher. Ein Lagerraum mindestens 4x4. Hier. Mach mal hier über die ganze Länge. Komischerweise, hier kann ich bis hinten bauen jetzt. Komisch. Lagerraum muss mindestens über eine Tür zugänglich sein. Da unten kommt da. Platziere ein Lagerregal. Haben wir. Öffne die Karte. Klicke dazu rechts oben auf die Karte. Plane in erster Linie. Beginne am besten mit einer zentralen Linie mit 10 bis 15 Haltestellen. Linien, Bushaltestellen, Busse, Schichtplan. Okay. Wie fahren wir da am dümmsten? Wie weit wissen denn eigentlich die Bushaltestellen auseinander sein, das wäre ja auch mal wichtig. Du besitzt noch keine Bushaltestelle, eine Linie, um Bushaltestellen zu platzieren. Okay. Hm, okay, Leute. Also ich würde sagen, ihr seht selber, wir haben jetzt schon unser Depot weitestgehend vom Groben her eingerichtet. Ne? Wir haben einen Empfangsbereich, wir haben den Service-Mitarbeitern, haben wir, oder für einen Mitarbeiter können sich umziehen, die können auf Toilette gehen. Da ist ein Büro und hier ist eine Küche und genau, das Rest ist ein Flur. Wir haben die Waschanlage für den Bus, wir haben zwei Busse, Tankstelle, Werkstatt mit Hebebühne und einen Lagerraum. Ich denke, der Grundstein ist gelegt. In der nächsten Folge werden wir dann anfangen, uns die erste Linie zu erstellen und anfangen, Geld zu verdienen. Würde ich sagen. So sollte der Plan sein. Ich sage auf jeden Fall danke. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch. Lasst gerne mal einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Würde mich tierisch freuen, wenn ich erfahren würde, was ihr davon haltet. Ich sage Dankeschön und bis bald. Euer Atze Grünkohl.